Ja, grüße euch und ja, willkommen zurück hier bei Timberborn. Wir machen weiter. Wir arbeiten weiter an unserem Batterieprojekt, sage ich mal. Wir sind ja noch dabei. Ja. Noch eine, zwei, drei, vier. Wir sind noch dabei, vier Batterien zu bauen. Fünf. Mal schauen, wie das geht. Aktuell befinden wir uns in der Dürre. Und wir lassen einfach mal. Machen erstmal. Oh, haben wir schon. Wir geben jetzt erstmal Gas. Unser Badewannenprojekt ist auch in Mache. Also wir haben erstmal so einiges noch am Laufen. Ah, das wird schon, ne? Ja. Sieht alles gut aus erstmal. Wir haben ja auch... Wo haben wir das Ganze? Wir wollen ja auch jetzt mittlerweile Kaffee anbauen. Wir haben jetzt schon einen Förster. Sträucher haben wir ja auch hier. Da. Alles Kaffeesträucher hier. Bin mal gespannt, wie das hier... Weil wir ja mittlerweile so ein kleines Problemchen haben mit Rohholz. Mal gucken, wie das jetzt hier so wird. Wir haben hier jetzt zwei solche Holzfäller. Aber erstmal muss der Förster hier Gas geben, ne? Der pflanzt jetzt erstmal. Es wird natürlich ein bisschen dauern. Weil allzu viel Fläche haben wir gar nicht mehr, ne? Was wir so verbauen könnten. Wir wollten ja auch mal bald anfangen, Mais anzubauen. Obwohl, nee. Da erzähle ich Quatsch, ne? Mais haben wir ja hier schon angepflanzt. So, das hatten wir ja auch noch in der letzten Folge gemacht. Cool. So. Ja, es sind ein paar Kommentare reingegangen in den letzten Folgen. Erstmal sind wir dabei, hier noch ein bisschen tiefer zu machen. Ja. Und in den Kommentaren hat Manuel gesagt, klar, wir könnten diesen Bereich hier vorne, ne? Diesen Bereich hier vorne, könnten wir auch tiefer machen. So, dass wir länger Wasser hier stehen haben. Das wäre natürlich... sehr cool. Das machen wir auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und in den Kommentaren war noch so, ja, mehr oder weniger ein Tipp, dass wir hier, ich meine, jetzt gerade ist es so, dass wir eine Dürre haben, ne? Aber wir können natürlich auch hier mit Schleusen und so weiter arbeiten, dass wir hier Energie gewinnen können mit ganz vielen Wasserrädern arbeiten können. Das wäre auch eine ganz coole Idee, ne? Mal gucken, wie wir das hier umsetzen. Da bin ich auch mal gespannt. Wir müssten natürlich richtig einen engen... Normalerweise müssten wir hier irgendwo auch einen Damm bauen, sodass das Wasser wirklich nur hier durchfließt. Sodass wir richtig viel Druck hier drauf kriegen und da drinnen ganz viele Wasserräder bauen. Das wäre ganz cool. So quasi so einen kleinen Kanal haben hinterher. Und da drin Wasserräder bauen. So, die müssen das schaffen. Ah, 2,4 Tage. Das wäre cool, wenn die es schaffen würden, bis dahin das so hochzubauen. Aber gut. Wir lassen sie einfach mal. Wir lassen sie einfach mal machen. Noch sieht ja alles gut aus, ne? Wasser haben wir, Essen haben wir. Das Coole ist ja, in diesem Bereich wächst halt die ganze Zeit was. Ja, außer halt hier vorne, ne? Ja, da sollten wir echt irgendwie dran arbeiten. Obwohl, wir könnten normalerweise anfangen. Jetzt gucken wir erstmal hier. Ah, hier können wir schon mal ein bisschen was wegsprengen, okay. So. Dann fangen wir mal an. Oh, das wollte ich natürlich nicht. Jetzt fangen wir mal an, hier schon mal so ein paar Sachen tiefer zu machen. Wollen wir das da? Dynamit. So, hier alles schön, schön voll machen hier. Es muss richtig knallen hier. So. Ja, hinter müssen wir halt, wie gesagt, diese
Die Pumpen einmal abreißen und dann halt die nochmal neu setzen. Oh, nee, da wollte ich nicht. So, dann haben die da erstmal zu tun. Was wir natürlich machen könnten, ist hier jetzt sagen... hier soll es ja auch hinterher tiefer werden, ne? Aber da kommen die jetzt erstmal nicht hin, ne? Hier vorne wäre auch ganz cool. Machen überall tiefer. Ja, in diesem Bereich wäre es hinterher auch cool, ne? Weiß gar nicht, wie das hinterher funktioniert hier mit diesen... achso, maximale Tiefe 6. Die Dusche, okay. Weil hier brauchen wir auch hinterher tiefes Wasser. Obwohl, da kommt hinterher gar keiner hin, ne? Oder? Die können ja noch von hier oben... Könnten die ja auch runtersetzen. Und wie kommen die hier hin? Gar nicht. Aha, doch. Von hier aus können die dahin eigentlich kommen. Könnten wir die Priorität hier vorne auf ganz hoch setzen vielleicht? Das machen wir auf hoch. Machen das erstmal hier auf niedrig. Die sollen nämlich von hinten nach vorne arbeiten. Ah, da kommen schon die ersten Sprengmeister. Ah, gehen die gar nicht da rein? Müssen wir da einen Weg hinbauen? Ah, nee. Ja, hier kommen die überall gar nicht hin. Ah, das ist ja nervig wieder. Müssen wir echt einen Weg reinbauen. Unschön. Nein, wir lassen sie erstmal so weit verteilen, wie sie drankommen. In einem Tag gibt es nämlich wieder frisches Wasser. Boah, hier ist es echt sehr dunkel. Ah, okay. Das gefällt mir noch nicht. In einem Tag, ich weiß noch nicht, ob die es in einem Tag schaffen. Ah, die Priorität ist ja hier hoch. Dann setzen wir das auch nochmal hoch. Dann soll das was werden. Hier sind sie auch schon fast fertig, aber hier kommt keiner dran, ne? Das ist... Okay, das war mir klar. Dann machen wir das so. Okay. Hier muss hinterher auch noch ein Weg hin. Bin echt gespannt. So, wie läuft das jetzt hier mit dem Kaffee? Ach, der Förster wird jetzt erst gebaut. Ah, okay. Okay. Und wie ist das hier? Wird immer noch nicht weitergebaut. Doch, da kommt er doch. Hier wollten wir auch noch einen Motor hinbauen, ne? Jetzt haben die hier schon alles so weit verteilt. Schön. Weiter kommen sie nicht, ne? Obwohl doch hier vorne. Ah. So. Nächste Batterie wurde gebaut. Das heißt... Nee, das nicht. Das. Motor. Da. Da haben wir die Batterie. So, frisches Wasser kommt. Die Dürre ist beendet. Nein, die haben es nicht geschafft, ne? Ist ja auch egal. Es dauert ja sowieso, bis das Wasser jetzt erstmal bis hier oben ist. Normalerweise wäre es cool, wenn wir da oben drauf noch eine Reihe setzen, ne? Umso höher, umso besser. Weil vielleicht kriegen wir ja hinterher hier. Das schließen wir auch noch, glaube ich. Ah, ich glaube, wir setzen hier auch noch mal zwei solche Deiche drauf.
Aber wo bleiben die Kerle denn? Was ist denn mit denen hier? Da läuft gleich einer hier hin. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, warum jetzt nicht mehr so fleißig gebaut wird. Wir haben kein Rohholz mehr. Oh weia, oh weia, oh weia. Wir haben tatsächlich kein Rohholz mehr. Das kann doch gar nicht sein. Das macht uns schon so ein bisschen Angst, dass wir kein Rohholz haben. Was wir machen könnten ist... Wie viel Dynamit haben wir denn? Achso, wir haben Dynamit, haben wir gerade aktuell gar nichts, okay. Wir haben ja hier vorne, ja, eine Papierfabrik zum Beispiel, ne? Die haut ja ordentlich Holz wahrscheinlich durch. Ja. Also das Ganze frisst hier sehr viel Holz wahrscheinlich, hier diese Papierfabrik. Haben wir denn Papier auf Lager oder? Nee, Papier wird sofort direkt weiterverarbeitet. Machen wir denn da? Wir brauchen mehr Holz. Echt ein Problem, ne? Weil bis das hier wächst, das dauert ja noch. Wie weit sind die gewachsen? 55% erst. Na gut. Wo ist dieser Förster? Ist gar nicht auf seinem Arbeitsplatz. Was macht er denn? Der verhungert. Aha. Na schön. So. Unser Pilztower ist auch wieder gewachsen. Wie sieht das eigentlich aus? Pilze haben wir erstmal so ein bisschen auf Lager, okay. Strom wird wieder produziert. Die nächste Batterie ist fertig. Echt? Was? So schnell? Na. Kann ich gar nicht glauben. Dann machen wir weiter damit. Na, Zahnräder, wie sieht das aus? Na, geht's. Es geht's. Ja, Papier hat's. Ah, hier verteilen sie ordentlich Sprengstoffe. Es kostet echt alles Unmengen an Ressourcen, was wir hier so vorhaben. So, Wasser kommt durch hier, ne? Wie fließt denn das Wasser hier? Relativ schnell? Nee, es geht, ne? Das Wasser fließt jetzt nicht unbedingt. Schnell. Es wird ja auch gebremst, ne? Der Fluss hier quasi wird gebremst, weil das hier so breit ist, ne? Ich glaube, dass wir hier einen guten Durchfluss haben, wenn wir hier auch nochmal so einen Damm bauen. Aber das steht ja erstmal in der Zukunft. Wir haben echt irgendwie so ein riesen Holzproblem. Ich bin echt am Überlegen, ob wir irgendwo... Weil hier, dass wir diesen Bereich jetzt hier auch nochmal mit Holz machen. Wir haben ja hier schon eine Brücke. Warum haben wir eine Brücke gebaut? Das weiß man nicht, ne? Ich weiß es gerade nicht, warum wir hier eine Brücke hingebaut haben. Aber ist auch egal, wir benutzen das hier. Wir haben ja jetzt noch zwei arbeitslose Biber. Ah, 7 freie Betten haben wir. Was haben wir? 140 Biber? Wow. Holzfällerfahne. Ja, der macht diesen Bereich hier. So. Okay. Setzen wir erstmal dein Bäume fällen. Bäume fällen. Alles hier, was geht. Okay. Normalerweise bräuchten wir ja auch einen Förster, ne? Wir bräuchten hier einen Förster, weil der eine Förster hier, der kann nur bis da vorne arbeiten, okay. Nee, wir brauchen hier vorne noch einen Förster. Wie kriegen wir den da hin? Eine gute Frage. Hier kommt er hin. Nee, das ist auch blöd, weil... Da ist die Treppe. Ah, verdammt. Was machen wir denn da? So. Aha.
Es muss alles kompliziert sein. So. Wo ist der Gute hier? Ach, der schläft. Ja. Wie viele Biber einfach hier rumlaufen. Das ist Wahnsinn. So, das können wir jetzt natürlich alles hier abnagen, ne? Ja, guck mal, er gibt auf jeden Fall Gas, der Kerl. Sehr schön. Genau, so wollen wir das sehen. Und da wird auch schon alles abgeholt. Hier wird schon gebaut. Weil wir haben hier vorne auch noch einen Förster. Ach, der Förster ist fertig hier. Tatsächlich. Und der sollte doch normalerweise Kaffee anpflanzen. Ach, da macht er gerade. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. So, hier ist auch schon fertig gebaut. Das heißt, der Deich kann auch gebaut werden. Wasserstand. Ja gut, der Wasserstand kann natürlich jetzt nicht höher werden, weil das hier zu ist. Und jetzt will ich mal kurz schauen. Ich möchte gerne... Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Was ist die größte Schleuse? Dreifachschleuse haben wir. Ah, okay. Nee, dann setzen wir... Wir reißen jetzt diesen Pfad weg und fangen an, das zuzumachen. So. Erstmal diesen Deich hier bauen. Den priorisieren wir einfach mal. Und da drauf machen wir eine Dreifachschleuse. Weil dann kommen wir ruhig bis hier oben hin. Oder? Ja, machen wir. So. Dreifachschleuse. Die setzen wir da drauf. Und die möchte ich auch gerne priorisiert haben. Ganz hoch. Schön. Aber das Blöde ist, man kann gar nicht hier hinterher drüber laufen, ne? Über diese Schleuse. Schade. Aber müssen wir auch nicht unbedingt. Oh, das sieht gut aus. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal einen draufsetzen. Nochmal einen Deich. Bam. Wir können ja von unten einen noch nach oben bauen. Ja, genau. Gut. Ja, Kaffee wird angebaut. Wie lange dauert sowas ungefähr? 9 Tage. Ja, das. Mais. Ah. Wird der Mais schon geerntet jetzt? Jo, der ist auf 100%. Ey. Der erste Mais ist durch. Popcorn wäre ja ganz cool, ne? Und hier ist es auch schon wieder fertig. Also unser Batterieprojekt kann bald starten, wenn es hier so weitergeht. Die nächste Batterie. Also können schon ordentlich... Hinterher ordentlich hier speichern, ne? Und da wir... Oder haben wir jetzt gerade... Nee, wir haben gerade aktuell keinen Sprengstoff, ne? Sind die noch dabei? Ah, hier ist ja noch nichts fertig. Aber Rohholz kommt wieder rein. Liegt aber auch nur daran, dass hier gerade fleißig gearbeitet wird, ne? Wenn das gleich weg ist... Sieht nicht mehr so gut aus. So. Wir wollen... Ich weiß gar nicht, was pflanzen wir denn hier mal hin? Birke? Nein. Mangrovenbäume könnten wir... Man könnte natürlich auch viel mehr Mangrovenbäume pflanzen. Ne? Hier zum Beispiel. Warum sollte man hier nicht Mangrovenbäume pflanzen? Das wäre doch auch eine ganz gute Idee. Das wäre eigentlich auch eine ganz gute Idee, hier Mangrovenbäume hinzupflanzen und ja, wie lange wächst denn sowas? Da. Mangrove. 10 Tage, okay. Das machen wir auf jeden Fall. Hier hinterher Mangroven. Aber erstmal müssen wir uns hier drum kümmern. Was pflanzen wir hier hin? Eichen oder... Was sind das denn hier? Birken, ne?
9 Tage 1. 12 Tage 2. Ja, wir machen mal hier was Schnelles einfach hin. Auch wenn das nicht... Ist eigentlich nicht so wirklich... Wie sagt man erträglich? Naja. Auf jeden Fall ist es nicht effektiv, ja? So, sowas hier, aber... Auf. Wir pflanzen erstmal Birken hier. So. Ja. Was ist er für einer hier? Arbeitet als Förster. Ach, von hier aus läuft er hin. Ah, okay. Okay. Gut. Wurde denn jetzt hier auch schon was verteilt? Tatsächlich, ja. Aber hier ist halt noch nichts fertig. Boah, hier haben wir echt richtig, richtig Leistung drauf, ne? Hier können wir richtig Energie eigentlich herholen hier, aus diesem Bereich hier. Das sieht echt richtig gut aus. Ja, es liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass dieser Weg hier sehr schmal ist, ne? Und hier kommt von zwei Seiten, kommt hier Wasser an. Das ist richtig Druck hier, das gefällt mir hier. So. Und was ist hier passiert? Ah, der Deich ist fertig. Die Dreifachschleuse wird auch gerade gebaut. Da müssen wir aber aufpassen, dass die Schleuse ein bisschen niedriger ist als hier vorne hinterher, ne? Und schwappt das nämlich hier überall rüber. Obwohl, das müssen wir auch mal probieren, ne? Wir müssen das mal probieren. Sind wir dann auf der Höhe? Nee, normalerweise müssten wir auf diese Höhe hier... Von denen hier. Müssten wir einmal ringsherum was zubauen. Und dann einfach laufen lassen, weil dann müsste es ja normalerweise das Wasser von jeder Seite rüberschwappen hier, ne? Weil dann müssten wir hier diesen Bereich normalerweise auch höher machen. Ah, nee, das ist blöd. Egal. Ich bin erstmal froh, wenn das hier fertig ist. Unser Riesenball, aber ich find's einfach genial. Und dann müssen wir halt mal bald mal anfangen, hier weiter zu bauen. Hier weiter zu bauen. Erstmal wäre es vielleicht cool, wenn wir hier diesen Bereich zumachen. Oder erst hier hinten. Nee, erstmal hier vorne, ne? Wir müssen auch hinter gucken, dass wir hier rüberkommen vielleicht. Und dann da wieder runter. Und dann hier unseren Deich bauen. Oh, ja. Das wird interessant. Aber ich finde es halt schade, dass diese Ruinen hier noch drin sind, ne? Und dass wir hier auch noch unterirdische Ruinen haben. Die entfallen ja hinterher erstmal. Nicht, dass uns noch diese Ruinen wegrosten, wenn die ständig unter Wasser sind. So, Schleuse ist gebaut. Das ist sehr cool. Müssen wir jetzt erstmal nur gleich beobachten, ne? Hier kommt jetzt kein Wasser durch, ne? Nein, gut. Ah, die ersten Kiefern sind hier gewachsen. Wird denn schon, Bäume werden schon, sehr cool. Also, die neue, Holzquelle quasi, trägt jetzt Früchte, ne? Oder so oder so ähnlich. Hat lange gedauert. Aber mich stört es ein bisschen. Warum geht der Förster nicht hier oben zumindest, diesen Bereich hier? Warum pflanzt er das nicht? Hier unten würde ich es ja verstehen. Da kommt er nicht hin. Aber gut, vielleicht ist er... Weil der Förster... Ich verstehe es nicht. Nee. Er müsste doch in diesem Bereich auch Bäume pflanzen, aber na gut. So, die arbeiten auch effektiv. Naja. Nicht so wirklich. So, der Mais ist
Rapssamen, ja, kurz. Der Mais ist fertig, es wird aber nicht geerntet, weil kann nichts gelagert werden, ne? Wir müssen den Mais. Ah, wir müssen den Mais. Weiterverarbeiten. Ach nee, dafür brauchen wir. Ah, das war genau. Wir wollten ja mal mit dieser Nahrungsfabrik arbeiten. Genau. Nahrungsfabrik. Oh, die ist echt groß. Ja, die ist echt groß. Sollten wir die hier hinbauen? Ja, ne? Oder? Oder wir bauen die hier hin. Ja, die, müssen nur hinterher gucken, wie wir das mit der Leitung machen. Aber gut, das sollte nicht das Problem sein. Nahrungsfabrik. Weil ganz ran können wir nicht bauen hier. Wir müssen hinterher gucken, dass unsere Batterien. Ah, okay. Das ist eine gute Frage, wie wir es machen. Vielleicht bauen wir die erstmal sogar echt hier hin. Erstmal, nee. Das Blöde ist, wir kommen dann nicht mit dem Weg dahin. Dann bauen wir die hier hin, aber dann müssen wir eine Leitung dahin bauen. Ich bin da nicht so ganz zufrieden mit. Hier hinbauen ist auch nicht. Dieser Platz hier irgendwie ist ja nicht so ganz so cool hier. Was hat denn wir? Wir müssen nämlich bald mal gucken, wie wir auch noch die Leitung hier hochkriegen. Das müssen wir, glaube ich, ändern hier, ne? Aber da kommt jetzt erstmal gar keiner hin. Da müssen wir noch einen Zugang hinbauen, dass hier überhaupt einer hinter gleich arbeiten kann. Der muss nämlich diese Biegung hier ändern. Weil wir sind ja schon bald soweit, ne? Wenn die Batterie fertig ist, dann wird nur noch eine gebaut und dann müssen wir erstmal zurückbauen hier, die ganzen Stufen nach oben, die müssen wir zurückbauen, weil da wollen wir ja unsere Energieleitungen nach oben setzen. So. So, dann kommt ihr hier hin und dann kann das hier ändern. Zu. Komm, das machen wir jetzt erstmal Gas. Müssen wir nicht hinter eine. Wo ist das hier? Kein Quatsch erzähle. Ah, hier so ein T-Stück, ne? Das müsste ja reichen, ne? Wenn wir hier gleich nachher ein T-Stück hinbauen. Aber. Doch, das geht. Das geht. Das geht. Das könnten wir quasi schon mal vorbereiten, ne? Das wird hier hinterher umgetauscht. Ausgetauscht. So. Das wird gebaut. Und dann kommt. Ja. Wird schon so richtig sein. Sehr cool. Aber. Nee, dann muss erst das hier gebaut werden, ne? Nee, das noch nicht. Das noch nicht. Erst muss das gebaut werden. Weil ja, Holz ist da. Das ist ja richtig, richtig schön. Und das hier müssen wir normalerweise auch ändern, diese Biegung hier. Zum T-Stück. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau, wo wir den Motor hinbauen wollten. Habe ich da schon eine feste Stelle? Nee, eigentlich nicht, ne? Tja. Das mit der Lebensmittelfabrik oder Nahrungsfabrik. Ich bin mir da noch nicht so sicher, wo wir die hinbauen sollen. Weil halt noch der Motor kommt. Und ich glaube, wir brauchen. Ja, Kaffeerösterei, genau. Die brauchen nämlich auch 200 PS. Die sollte normalerweise hier oben auch hinkommen. Wie groß ist die denn? Die erforschen wir schon mal. Ah, okay. Ja, die ist eher länglich, ne? Ja. Okay. Was brauchen wir denn zum Kaffeerösten hinterher? Nur Kaffee und Wasser. Achso, Kaffee, Wasser und ein bisschen Holz auch. Sogar Holz, echt?
Wofür braucht man zum Kaffee rösten Holz? Ah, rösten. Ja, doch. Eine blöde Frage, okay. Na gut. Leute, dann machen wir halt in der nächsten Folge weiter. Wir haben eigentlich nicht viel gemacht, ja, in dieser Folge. Nur unsere Biber waren fleißig. Das Coole ist ja, jetzt haben wir hier eine Schleuse. Die ist erstmal zu, es kommt kein neues Wasser durch. Wir warten dann halt nochmal in der nächsten Folge ab, wie hoch das Wasser dann... Also es dauert halt noch, ne, bis das Wasser ansteigt. Die nächste Dürre ist nicht angesagt. Das ist okay. Ja. Gut. Ich denke mal, dass wir in der nächsten Folge hier unser Batterieprojekt mal so langsam fertig bekommen. Das dauert jetzt hier auch noch ein bisschen, ne? Das lassen wir dann auch noch bauen. Wir haben nämlich mittlerweile auch ein Zahnräderproblem, ne? Warum auch immer. Ach nee, stimmt. Die Schwerkraftbatterien brauchen so viele, ne? Okay. Leute, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat, natürlich. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Gesund bleiben und so. Bis dahin. Bye, bye.